hatte jetzt einen Termin. Ich habe es irgendwie doch geschafft. Der Bus hat sich noch irgendwie so hingedackelt und irgendwann geht ja. Das heißt, ich muss einen komplett anderen Weg einschlagen, aber gut. Bin also spät gekommen. Ich habe ihm vorher schon, bevor ich rausgegangen bin, eine Mail geschrieben. Und er hat mir nicht geantwortet und dann habe ich schon irgendwie mir gedacht, okay, vielleicht hat er auch Probleme. Ich wusste aber nicht, dass er außerhalb wohnt. Und er ist irgendwie dann 20 Minuten nach mir gekommen. Dann sind wir rechtzeitig fertig geworden. Wir haben einen Termin ausgemacht für den 6. um 8.30 Uhr. Ich weiß tatsächlich nicht. Also, ich habe halt um 10.30 Uhr Physio. Und an sich hätte ich es ja geschafft, wenn nicht dieser blöde Verkehr wäre. Ne? Weil ich sage nicht, dass es bis Mittwoch dann wieder besser wird. Deswegen mal gucken, vielleicht komme ich dann früher und gehe dann ein bisschen früher. Aber ich möchte davon gern so hinrennen, ins Physio mit nassen Schneefüßen. Jetzt fahre ich nach Hause. Beziehungsweise ich hatte vor in der Stadt. Jetzt kann ich es ja sagen, weil dazu kommen wir ist ja morgen, ne? Ich wollte hier Glitzerrosen machen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Glitzer herbekomme. Und ich wollte halt in der Stadt, zumindest in der Altstadt gucken, da gibt es einen Laden. Ich denke, da sollte sowas sein. Wirklich in letzter Sekunde, keine Ahnung, wie. Wenn ich das für alles gebraucht habe, ich war zuerst bei DM und dann eben bei Woolworth. Und jetzt ist eigentlich schon 12.16 Uhr und ungefähr so 20 Minuten vor, 15 vor müssen wir rausgehen, weil wir haben um 1:30 einen Termin mit der Oma. Und ich habe von vornherein geplant, dass ich nach Hause gehe und so, aber irgendwie hat sich das gezogen. Habe ich ja nicht geplant, dass ich da eine Shoppingtour machen werde. Und ich hätte es so oder so nicht geschafft. Deswegen habe ich das heute eingeplant und gehe jetzt zu der Oma Mittagessen, weil ich habe nur gefrühstückt. Mein Fahrer hat irgendwie eine Story wieder hochgeladen, keine Ahnung, ich habe es mir nicht angeschaut. Wahrscheinlich diese Stunde, die er mir gestern angeboten hat, das zweite, oder eben nicht, keine Ahnung. Wäre aber richtig komisch, weil ich meine, die Stunde fängt genau da an, wo unsere endet. Das wäre ja trotzdem nicht genau da, aber keine Ahnung, ich schaue später. So, jetzt sind wir raus. Ja, Leute, beim Halb 7 habe ich meine Oma verabschiedet. Ich habe ganz vergessen, dass die U-Bahn nicht fährt. Das heißt, ich muss dieses ganze Stück zu Fuß gehen, aber ist jetzt auch nicht so viel. Ja, wir waren beim Arzt, aber das war auch so eine Sache, ne? Die haben mir im Juni was halt eben gesagt, dass sie weniger nehmen soll. Und jetzt meinen sie, sie hat es von selbst irgendwie weniger gemacht. Keine Ahnung. Bin wir durch die Stadt gegangen. Sie hat mir ein weiteres Geburtstagsgeschenk gemacht. Beziehungsweise, das ist nur das, was das Einzige, was ich mir halt gewünscht habe, beziehungsweise das haben wir spontan entschieden zu kaufen. Aber das andere hat es mir dann selbst gekauft. Ich habe meiner Schwester auch ein Geschenk gekauft. Und ja, ansonsten sind auch nur gebummelt. Also der Status von meinem Fahrlehrer, ich hoffe, ist jetzt nicht hier, ist verschwunden. Ich habe es nicht geschafft, das anzugucken. Keine Ahnung, warum ich nicht gleich geguckt habe. Ich glaube, er sieht es eh nicht, weil seine Benachrichtigung aus ist. Aber jetzt will ich wissen, was da war. Und dann ist es weg. Aber ich glaube, eh nur eine Fahrstunde. Es ist so eine Frau vorbeigegangen. Ich habe auf meinem Handy was geguckt. Und der Hund ist einfach so direkt auf mich zugelaufen und die hatte Kopfhörer an, sagt so auf Russisch, ja, ich liebe es, wenn so Mädels in ihr Handy gucken und dann schaue ich sie an und keine Ahnung, ob sie geschickt hat, dass ich es verstehe oder nicht. Und dann hat sie irgendwie langsamer gemacht, keine Ahnung, cringe, dann so ihr Hund bis, also hä, darf ich nicht Handy gucken oder was, wenn der Hund auf mich zuläuft. Und dann wollte ich von meinem urkomischen Traum von heute erzählen, ich habe geträumt, dass ich einen Sohn hatte. Geboren hatte, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich, ja, ich weiß nicht, man kann ja einen gebären und dann irgendwie muss er trotzdem nicht bei dir sein. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er schon ein bisschen älter ist oder so. Auf jeden Fall war meine ganze Familie auf den Ohren, dass er genauso aussieht wie ich, also wirklich eine genaue Kopie. Und dann sind sogar Familienmitglieder, die irgendwie keinen Kontakt mit uns hatten, irgendwie haben auch irgendwie einen Aufstand gemacht und angerufen und irgendwie war der Schockzustand.